Moin und herzlich willkommen mal wieder zu bestem Wetter hier zum LS22 im Luma-Projekt. Ja, in der letzten Folge haben wir interessanterweise, wir gucken uns das mal einmal an, durch ein Versäumnis meinerseits, wer auch sonst, dem Besitzer vom Feld 19 hier fast eine komplette Düngung geschenkt. Ja, dafür revanchieren wir uns jetzt aber, indem wir uns sein Fahrzeug jetzt noch mal einmal ausleihen. Wobei das offensichtlich genauso AD geeignet ist wie der Unimog. Ja, es kam jetzt noch eine Spritzmission rein. Wir haben das Fahrzeug noch, es hat noch 68% im Tank. Dann schicken wir ihn jetzt halt nach zu Feld 24. Das heißt, dann können wir die 19 natürlich noch nicht abgeben. Was wir aber machen können, ist schon mal die 3 abgeben. Das Düngen für 18.429 haben wir abgeschlossen. Ja, was haben wir noch im Programm? Unkraut bekämpfen auf der 4 ist noch aktiv. Er ist bei 74%. Wird wahrscheinlich knapp in dieser Folge nicht fertig werden. Spritzen hatten wir gerade. Ja, der Case ist unterwegs zur 18. Nochmal düngen. Ja, und eingangs habt ihr es gesehen, ich saß im Fahrzeug, Feld 15 nochmal Silageballen pressen. Ich dich jetzt aber ganz kurz einen Meter zurücksetzen wollen. Dann kann ich das nämlich mit dir ebenso machen. Dann gibt es da auch keine Collisions. Ja, er ist bei 75% und sagt 18 Minuten noch. Das werden wir wahrscheinlich erst in der nächsten Folge abgeschlossen bekommen. Wohlwissend, ihr seht hier in der Minimap, dass wir den Bereich ja selbst noch nacharbeiten müssen. Ja, wir sind bei knappen 390.000. Und 560.000, 600.000 ist das Ziel. So, ansonsten ist hier aktuell wenig los, wundert aber auch nicht, weil ist denn hier alles? Rubicon ist angekommen, das ist schön. Du bist bei, da bist du 18, seh nix. Ja, okay, wir brauchen ein Minütchen. So, Rubicon, wollen wir nur gucken, wie du dich mit Feld 24 verträgst. Ich habe böse Vorahnung. Sagen wir mal so, er wird es aus eigener Kraft nicht zu 100% schaffen. Für die Kurven zu eng sind. Aber das ist auch ja ein Geschoss. Da muss man ja schon fast auf irgendeine US-Map gehen. So, bitte ein... Da wollte ich hin. Bitte ein Vorgewende. Mehr verlange ich von dir gar nicht. Danke. Wie gewohnt werden wir nicht abspeichern. Weil, wie gesagt, dieses Fahrzeug. Also wenn wir dann doch noch auf eine Map mit größeren Feldern wechseln sollten, dann kommt sie vielleicht mal in Frage. Aber auf dieser Map brauche ich mir die Kurse nicht abspeichern. Das macht keinen Sinn. So, er sagt was von 11 Minuten. Das ist doch super. Ein bisschen nacharbeiten. Du suchst eine Bahn. Viel Spaß dabei. Bild 18, 26%. Bist du noch bei Trost?
Ja gut, okay, jetzt ist die zweite Bahn. Macht gut passen. Gucken, ob er klarkommt. Ja, ansonsten, wenn wir gerade hier am Hof sind, unser kleiner Fail vom letzten Mal. Ich war natürlich... Klar, habe ich jetzt hier Flüssigdünger hingestellt. 2000, 4000, 6000, 6574 Liter. Das heißt, knappe 1500 Liter haben wir auf dem einen Feld umsonst verbraten. Ja, die nächste Frage stellt sich, wofür soll ich das gebrauchen? Naja, vielleicht haben wir irgendwann mal Glück und wir kriegen eine Düngemission, wo uns eine Flüssigdüngespritze angeboten wird, die dann hoffentlich 7000 Liter Tankfüllung hat. Ja, schauen wir mal, weil ich glaube, verkaufen kann ich das auch nicht wirklich. Flüssigdünger. Düngerhütte Verkaufspreis, also los werde ich sie auch nicht. Naja. Sei es drum. So, Kollege. Na gut, ein bisschen brauchen wir noch. Ja, 24 ist auch schon zu über 50% abgeschlossen, das ist interessant. Arbeit. Aber er hat hier halt ja mindestens mal eine Einbuchtung. Da mussten wir sogar mit dem Unimog nacharbeiten. Oder auch mit unserem Düngestreuer, also mit 42 Meter Arbeitsbreite, wo er gar nicht reingegangen ist. Müsste auf der Minimap jetzt ja ganz oben auftauchen, diese eine Einbuchtung da Richtung 19. Ja, dann hoffen wir jetzt mal nur, dass der mit den 42% hier auskommt. So, wie sieht's hier aus? Du bist auf den letzten Bahnen. Eigentlich das Licht auch mal ausmachen. Ne? Hier war jetzt auf der vorletzten. Jetzt kommt die engste Stelle hier bei dem Kurs. Gucken wir, was meistert. Gibson wäre es mir, wenn er zurücksetzt. Sehr schön. Drei Walzen. Ja, das nehmen wir doch dankend zur Kenntnis. Wobei ich muss jetzt hier noch mal gucken. Feld 3. Das Wachstum. Das gedüngt muss aber gewalzt werden. Ja, das sind wir doch dankbar, dass wir die Quest, die Mission bekommen. Dann kann der Cerion ja auch noch mal was tun.
Ja, ich habe dann den Kalkmod, Blödsinn. Ja, die Kalkstreuermod habe ich wieder mit draufgenommen. Muss aber jetzt, ich zeig's dir ganz kurz. Also irgendwie scheint sich das Better Contracts mit den Düngemissionen. Ich weiß halt immer noch nicht, wie man hier scrollt. Er scrollt in dem Menü da oben. Also ich hatte die gleiche Warning mit Better Contracts auch für eine Mission. Ja, vielleicht tausche ich Better Contracts auch mal einmal aus, um es mal auszuprobieren, ganz einfach. Da gibt es auch noch einen anderen Mod, den man da ebenso gut verwenden kann. So, blockiert kann ja nur der Düngestreuer sein. So, wir hatten jetzt, was war das, Feld 3? Haben wir noch gar nicht angenommen. Hihi. Feld 3 Walzen, Vertrag akzeptieren. So, aber jetzt hast du doch ein Fahrzeug für Roll Field 3. Better Contracts, Contract Roll Field 3 has no vehicles. I don't understand this bullshit. So, Feld 3, haben wir da schon eine Walzmission? Haben wir nicht. Dann gehst du erstmal direkt hin. So, du bist nicht die Blockade, sondern unser Düngestreuer ist die Blockade. Yeah. Na? In welche Richtung klemmt's denn? Ich würde doch einfach sagen, nächster Blickpunkt. Oh Mama, fertig den Quatsch hier. Sehr schön. Dann hole ich dich mal eben kurz aus dem Gemüse. Dann gucken wir noch einmal kurz nach. Das sind alles die Minifelder. Kommt hier noch was? Aktuell nicht. Dann. Gib mir Maus. Fährst du erstmal Retour und Dünger war bei Dünger. Ob es diesmal funktioniert? Viel Verbrauch ist er nicht. Wir können die 18 schon mal abgeben. 7553, sehr nice. Nö. So, was macht die Spritze? Schon angekommen, dann kümmern wir uns erst darum. So, ja, am allerliebsten, ne, 12 Meter reichen mir zwei Vorgewände, das machen wir einfach. Feld 3 noch nicht gewalzt, das irritiert mich. Na gut. So, Feld 3. Kurz speichern. Walzen 12M, sehr schön. Einmal erster Wegpunkt und dann zeigen wir uns nochmal, wie lange du dafür brauchst. Stunde 15, ja, vielen Dank. So, du bist bei 84%, dann werden wir das definitiv abgeben können. Das sind dann auch hier gleich zwei Missionen. Weil wenn wir nur die eine abgegeben hätten, hätten wir 7000 Euro für unsere übrige Tankfüllung bekommen. Ich lag auch bei 64%.
Jetzt sind wir hier bei 28. So, guck mal, wer da gleich ins Ziel einläuft. Sehr schön. Er braucht noch genauso lange, aber auch fast auf die Sekunde genau wie die Folge. Aber er wird es allein ja nicht fertig schaffen. Naja, jetzt schauen wir mal. So, du bist auf meinem Weg. Ja, guck mal, haben wir die 400.000 doch schon fast. Dann ist es ja nicht mehr weit bis zu unserer eigenen. Ja, Mäh- und Grastechnik. Nee, habe ich. Ich spoilere jetzt mal ganz kurz, weil ich mir auch nicht sicher war, weil irgendwie er mir den Mod nicht angezeigt hat. Aber dann machen wir das jetzt einmal gemeinsam. Das ist ja auch nicht so dramatisch. Ich hatte nämlich einen Wender von... Ja, genau. Ich hatte einen Class Wender runtergeladen, aber... Weil ein Class Schwader gibt's im normalen Spiel. Also war das jetzt eben Arbeit beendet? Striegel oder die Rubicon? Achso, ja, ist ja gut. Haben wir doch verstanden. So, schmeiß den Kurs noch mal raus. Um die Rubicon kümmern. Das muss diese Folge noch fertig. So, dann hast du folgt hier ein Stück vor. Hier eine klare Aufgabe. Funktioniert sehr schön. Wo ist die Rubicon? Da. Musst du hier auf den letzten Metern jetzt so rumzicken? Gase, mein Freund! Ist nicht so, dass wir dich loswerden wollen, aber... würde ich gerne loswerden. Oh ja, wir müssen noch ein Teilstück nacharbeiten wahrscheinlich. Da weiß ich noch nicht mal, ob ich mit dem Geschoss da überhaupt reinkomme, um das nachzuarbeiten. So, dann machen wir weg. Komm, Gas, Gas, Gas! Nicht, weil ich genau weiß, dass das da hinten dann reichen wird. Ja, wer das Let's Play länger verfolgt, wird diese Ecke hier kennen. Die macht uns das Ganze immer ein bisschen schwer hier. Na toll. Jetzt denkt er, er wäre nicht auf dem Feld. Komm und spring um. Das ist doch undankbar jetzt. Ja, das Fahrzeug kann auch... Ja, erledigt. Sehr schön. Sehr schön. Einmal raus aus dem Auto. So, dann haben wir 24 Spritzen. Ohne irgendwas. 15.263. Vielen Dank. Und hier haben wir nach Abzug der Fahrzeuge und Rückzahlung der restlichen Herbizide 9.793.
Super. So, nochmal ganz kurz reingeluschert. Da ist was dazu gerutscht. Feld 19 Düngen. Den nehmen wir noch mit an. Aber für die Folge kommen wir zum Ende. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder dabei seid. Bis dahin.